Im Jahr 1184 brach im Kloster Glastonbury im Bezirk Somerset ein großes Feuer aus. Und laut einem hartnäckigen Gerücht, das immer noch nachhallt, war dies absichtlich gelegt worden. Die Flammen verwandelten hunderte von alten Büchern in Asche, ohne dass jemand etwas dagegen tun konnte. Aber eines davon, aufgrund seiner Bedeutung, befand sich nicht bei den anderen, sondern war an einem sicheren Ort versteckt. Daher entging es auf wundersame Weise den Flammen. Es handelt sich um das erste jüdisch-christliche Dokument, das Ereignisse beschreibt, die in der Bibel erwähnt werden, aber auf eine andere Art und Weise erzählt, und es fügt viel mehr Informationen hinzu, die niemanden gleichgültig lassen. Es geht um das Kolbrin, eine Sammlung von 11 Büchern, 6 ägyptischen und 5 keltischen, die von unbekannten Episoden der uralten Menschheitsgeschichte erzählen, die absichtlich verborgen und durch die heutigen christlichen und jüdischen Bücher ersetzt wurden. Im Laufe der Jahrhunderte wurde versucht, die Bücher des Kolbrin zu verbergen, und das geschieht heute immer noch. Informationen werden im Internet verschwiegen und es wird als Unsinn abgetan. Aber wenn dem so wäre, warum ist es dann das meistverfolgte Buch der Geschichte und noch mehr als das Buch Henoch und das Buch der Riesen? Das Kolbrin oder die Kolbrin-Bibel zeigt ein umfassendes Wissen über unsere Vergangenheit. Es besteht aus 5 Büchern, die von keltischen Mystikern geschrieben wurden, und 6 Büchern, die aus alten ägyptischen Schriftrollen bestehen, die von Schreibern nach den Ereignissen des Auszugs der Hebräer aus Ägypten verfasst wurden. Es wurde erstmals 1994 in Neuseeland von Hope Trust, einer inzwischen aufgelösten Organisation, und dem Chaldean Trust, einer lose auf den ursprünglichen Chaldis oder keltischen Anhängern des frühen Christentums basierenden metaphysischen Organisation, veröffentlicht. Diese Sammlung wurde im 1. Jahrhundert nach Christus von Joseph von Arimathea in den Südwesten Großbritanniens gebracht. Einige haben behauptet, der Schriftsteller Iolo Morganwg, geboren 1747, habe das Kolbrin gefälscht. Eine gründliche Untersuchung von Yvonne Whiteman hat jedoch diese Möglichkeit ausgeschlossen und kam zu dem Schluss, dass es sich um ein weiteres Gerücht handelte, um den Inhalt zu diskreditieren. Das Kolbrin und das begleitende Buch, das Kaledi, was weise Fremde bedeutet, wurden als Maschinenmanuskript aus dem Vereinigten Königreich nach Neuseeland gebracht, einer Versammlung von walisischen Barden und Druiden oder anderen Kelten, die einer hermetischen Organisation angehörten und in den 1990er Jahren verstarben, bekannt gemacht. Im Jahr 2005 wurde das Kolbrin illegal kopiert und als Taschenbuchausgabe unter dem Titel Bible und wurden als The Bronx Book of Britain bekannt, von Your Own World Books in Nevada, USA veröffentlicht. Die US-amerikanischen Herausgeber haben versucht, die Geschichte des Kolbrin-Textes zu rekonstruieren. Sie vermuten, dass er nach dem Auszug der Juden in ägyptischer, hieratischer Schrift verfasst, anschließend in phönizische Schrift übersetzt und nach Großbritannien gebracht wurde. Von dort aus sollte er ins Altkeltische, Britische, dann ins Altenglische, dann ins biblische Englisch und schließlich ins moderne Englisch übersetzt worden sein. Ihren Berechnungen zufolge wurden die keltischen Bücher zwischen 20 und 500 nach Christus geschrieben. Nach der Einleitung wurden die Kolbrin-Handschriften aus der Abtei von Glastonbury nach dem großen Brand von 1184 gerettet, der praktisch alle Gebäude zerstörte. Es wird behauptet, dass dieser Brand mit der Absicht gelegt wurde, die ketzerischen Handschriften in der Bibliothek zu zerstören. Aber glücklicherweise waren die Kolbrin-Handschriften an einem anderen Ort. Nach dieser Tragödie wurden sie von einer Gruppe namens Chaldeaner, Anhänger der Glaubensüberzeugung der keltischen Chaldis, bewacht. Einige Manuskripte wurden im 17. Jahrhundert auf Metallplatten transkribiert und wurden als das Buch aus Bronze von Großbritannien bekannt. Die Kolbrin-Manuskripte waren einige Zeit unter einem Steinhügel in den Bergen von Wales vergraben.
Von 1920 bis 1930 gerieten sie in Vergessenheit. Während des Zweiten Weltkriegs schenkte man ihnen keinen Wert und wurden weggeworfen, aber später wiederentdeckt. In der Einleitung wird erwähnt, dass es 5 große Kisten mit Büchern gab, die 132 Schriftrollen und 5 Bände enthielten, die das große Buch der Ägypter bildeten. Doch im Laufe der Zeit gingen viele verloren und wurden zerstört, wie das kleinere Buch der Ägypter, das Buch des Gerichts des großen Gottes, das Heilige Register, das Buch der Gründung, das Buch der magischen Tränke, das Buch der Gesänge, das Buch der Schöpfung und Zerstörung und das Buch der Trübsal. Diese alten ägyptischen und keltischen Manuskripte, die im Kolbrin gesammelt wurden, sprechen über Genetik, über globale Katastrophen, die in der Vergangenheit stattfanden und in der Zukunft stattfinden werden, und über die Suche nach Unsterblichkeit. Neben dem Kolbrin gibt es ein weiteres Buch, The Gospel of the Kaledi, Buch der Erleuchteten mit der Autorität der Nazoräer, das ein unbekanntes Evangelium über das Leben von Jesus, geschrieben von Juan de Luna, enthält. In den alten ägyptischen Manuskripten, bekannt als das Buch der Ursprünge, die im Kolbrin gesammelt wurden, wird Folgendes erwähnt. Die Kinder Gottes, sie lebten lange Zeit im Land des Friedens und des Überflusses. Es gab einige, die härter kämpfen, weil ihre Vorfahren die große dunkle Leere überwunden hatten, ihre Wünsche auf Gott gerichtet waren und sie die Kinder Gottes genannt wurden. Sie erben nicht den Tod. Es wird auch eine primitive einheimische Art erwähnt, die im Ödland überlebt, das sich um das Land der Kinder Gottes herumtreibt. Diese Art, die Joslings genannt wurden, waren als Mischlinge unwahre Menschen, Kinder von Botas und Verwandte der Waldbestien bekannt. Sie wurden auch als Kinder von Zumat bezeichnet, was bedeutet, dass sie dem Tod erben. Im Buch der Ehren, das in einer späteren Zeit spielt, wurden noch weitere Arten aufgelistet, die als die große Gesellschaft bezeichnet werden, die weit weggegangen sind, ohne zu erwähnen, wohin. Die Kinder Gottes, geführt von einem weisen Vater, der die Wahrheit kannte und inmitten von Frieden und Überfluss lebte. Die Kinder der Menschen, eine primitive, einheimische Art, die wild war und sich mit Tierfellen bekleidete. Und die Männer von Sumat, Joslings, die noch wilder waren. Laut den Kolbrin hätten sich diese Arten niemals vermischen dürfen, aber das taten sie doch, was als die erste Verunreinigung beschrieben wird. Infolgedessen erkrankten sowohl die Kinder Gottes als auch die Joslings. Und ein angeblich geistiges Wesen sagt zu den Kindern Gottes: Das größte Übel ist über die Rasse der Kinder Gottes gekommen. Der üble Fluss, der die Frau verunreinigt, resultiert aus der unvermeidbaren Mischung. Aber dies ist nicht alles, denn auch Krankheiten und Leiden entstehen aus den Gärungen der unreinen Verbindung. Da ihr nun beide wie eins seid, greifen die Würmer der Krankheit beide gleichermaßen an. Die Kinder Gottes werden dann aus dem Land des Gartens verbannt und es wird zu einer Wüste. Dieser Teil erinnert uns an die Bibel, die den Garten Eden erwähnt, aus dem Adam und Eva vertrieben wurden. Später geschieht die zweite Verunreinigung, als die Frau von der Kraft der Wildheit der Bestie, die im Wald lebte, verführt wird. Infolgedessen gibt es unter den Menschen einige, die die Kinder der Bestie sind, und sie sind anders. Es wird erwähnt, dass die Kinder Gottes die Frau als gleichwertig zum Mann betrachteten, während die Kinder der Menschen sie als Sexsklavin benutzten, was mit der Zeit zur Norm wurde. Über tausende von Generationen und durch eine endlose Vermischung verschwanden die ursprünglichen Arten und die daraus resultierende Mischung sind die kurzlebigeren und krankheitsanfälligeren Menschen, die wir heute sind. Vielleicht erklärt dies die lange Lebensdauer einiger Personen im Alten Testament und in der sumerischen Königsliste. Im Kolbrin wird berichtet, dass die Erde durch Feuer zerstört wird und, obwohl der Mensch überlebt, ist er nicht mehr derselbe. Die Sonne ist nicht mehr so wie früher und der Mond verschwindet. Dann gab es eine weitere Katastrophe, die die östlichen und westlichen Berge teilte
und die Länder der Kleinen, der Riesen, der Halslosen und das Land der Sümpfe und Nebel zerstörte. Wenn von den Kleinen die Rede ist, könnte es sich um die Homo floresiensis handeln, die 2003 auf der Insel Flores in Indonesien entdeckt wurden. Und die Halslosen könnten eine Art von dem griechischen Geographen Strabon erwähnter Rasse sein, die als die Blemmyes bekannt sind. Darauf folgte eine intensive kalte Ära und die Menschen suchten Zuflucht in Höhlen, erschreckt von riesigen Bestien, bis ein Kataklysmus die Erdoberfläche verhärtete und diese Bestien in Stein verwandelte. Er spricht auch von anderen Ereignissen wie der Sintflut und dem Zerstörer, der in der Zukunft zurückkehren soll, aber darüber sprechen wir in einem anderen Video.